Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit. Sie erinnern sich, wir wollen die Thematik Sexualität durch die Repliken immer wieder in die Diskurse einbringen, die laufen. Wir wollen also ergänzende Perspektiven hineinbringen. Und die setze ich jetzt ganz formalistisch an den Anfang. Herr Zoll und Herr Johannemann hatten sich bereit erklärt, den Anfang zu setzen. Und dann bitte können Sie sehr gerne folgen, Ihre Repliken auf diesen, auf andere, auf das Gesamt zu setzen, wie Sie möchten. Ja, vielen Dank. Ein sehr spannendes zweites Panel fand ich wieder. Ich bin jetzt hier aus einer Perspektive vom synodalen Weg, würde ich mal sagen, aus dem Forum 4, aber auch als jemand, der bei Out in Church mitgemacht hat, eine der Personen, die sich geoutet hat, und auch ein bisschen als Forschender. Also ich bin Koreanist, Politikwissenschaftler, beschäftige mich mit sozialen Bewegungen in Südkorea, die sich gegen geschlechtliche Vielfalt und Homosexualität einsetzen. Und da möchte ich vielleicht auch einen ganz kleinen Einblick noch geben. Aber erstmal zum Anfang des Tages von heute, Ambiguität. Also ich fand es total spannend, das auf einer Meta-Ebene so ein bisschen sich zu überlegen, was können wir da für Kategorien bilden. Aber jetzt ganz konkret, das wäre auch nochmal eine Frage für mich vielleicht an Buddhismus und Islam, was ist denn mit Homosexualität dann nochmal? Das würde mich wirklich interessieren, was ist da gerade der Diskurs, weil ich es in der katholischen Kirche und auch in unseren Diskussionen so sehe, dass in der Sexuallehre eine sehr starke Eindeutigkeit behauptet wird. Also es gibt diese Lehre, die Anthropologie, Mann und Frau, nur die sind aufeinander hingeordnet, nur die dürfen miteinander legitim Sex haben, wenn sie Kinder haben wollen. Ein bisschen Liebe darf da auch mit im Spiel sein mittlerweile, Gott sei Dank, aber das ist es. Und wenn ich mir jetzt den Katechismus der katholischen Kirche anschaue in Bezug auf Homosexualität, ist er gar nicht eindeutig. Er ist sehr ambig. Da ist ganz viel Ambiguität drin. Und die führt zu einer Prekarisierung von homosexuellen Menschen, gleichgeschlechtlicher Liebe. Warum? Da steht drin, dass man diesen Menschen mit Takt begegnen müsse, dass man sie eigentlich nicht diskriminieren darf. Okay, ist ja erstmal ganz gut. Aber die Ambiguität kommt rein, wenn dann gesagt wird, und eigentlich ist es schon die Diskriminierung, sie dürfen aber so, wie sie sind, wie sie sich empfinden, sie dürfen das nicht ausleben. Und das ist doch wirklich die Krux. Und da müssen wir, glaube ich, weiter mit reingehen. Das wird nämlich auch, und da gehe ich jetzt ein bisschen dann in die Politik oder Politikwissenschaft rein, ich habe heute Morgen noch beim Frühstück mit Professor Brandl drüber gesprochen, was das für Auswirkungen hat. Ein ganz konkretes Beispiel. In Ghana, afrikanisches Land, hat sich die dortige Bischofskonferenz ganz klar für einen Gesetzesentwurf ausgesprochen, der Homosexualität noch mehr kriminalisiert, als sie ohnehin schon kriminalisiert ist. Da soll die Identität an sich kriminalisiert werden, mit Gefängnisstrafen noch und nöcher. Da beachtet diese Bischofskonferenz in Ghana ja nicht mal die eigene Lehre, das, was im Katechismus steht. Ne? Also, dass nur wenn man sexuelle Akte, wenn man Sex hat, dass das nicht sein darf. Aber nein, die Identität an sich soll kriminalisiert werden. Und dann, ich kann es leider nicht anders sagen, ist die Bischofskonferenz dort auch noch so heuchlerisch und wirklich für mich unchristlich. Und sagt dann aber im Schlusssatz ihres Statements, wo sie diesen Gesetzesentwurf unterstützen. Ja, aber im Katechismus steht ja, man soll den Leuten aber mit Takt begegnen. Also da zeigt sich für mich diese ganze Ambiguität, die hier sehr repressiv und prekär ist. Und ich möchte aber noch eine weitere Kategorie vielleicht hinzulegen, und das ist die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit. Viele dieser Ambiguitäten, die queere Menschen in der katholischen Kirche sehr häufig erleben, sind lange einfach unsichtbar gewesen, weil wir uns selbst vielleicht nicht getraut haben, verständlicherweise auszusprechen, was schief geht in dieser Kirche, was für ein Leid queere Menschen auch erleben. Und da denke ich, dass es ganz wichtig ist, diese Sichtbarkeit zu schaffen. Jetzt kommt auch der kleine Werbeblock. Ich habe mit Mara Klein und Miriam Gräwe zusammen ein Buch herausgegeben, Katholisch und Queer, eine Einladung zum Hinsehen, Verstehen und Handeln. Und
ich finde wirklich, dass das sehr wichtig ist, dass wir endlich dazu gekommen sind, auch mit der Aktion Out in Church übrigens und auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel das Buch Erzählen als Widerstand, wo Opfer sexualisierter Gewalt davon berichten, was sie erlebt haben. Nur wenn wir diese Geschichten hören, wenn wir sie sichtbar machen, dann kann erstmal in der Pastoral sich was ändern, aber hoffentlich auch weiter noch im Handeln der Kirche. Und ich arbeite dafür beim Synodalen Weg und hoffe da ganz stark drauf, für unsere Kirche, für unseren Glauben, dass sich das auch dann kirchenrechtlich quasi niederschlägt. Ja, und vielleicht jetzt ein kleiner Sprung nach gestern und nach Korea auch. Also ich möchte noch was ganz Kleines dazulegen. Wir haben jetzt was Buddhismus, Islam gehört. Es gibt ja auch noch Konfuzianismus, dann geht es weiter nach Ostasien noch. Meine Doktormutter wird mich jetzt lynchen, weil sie diese Thesen gar nicht so spannend findet, aber es ist eigentlich relativ klar in der Literatur. In Korea ist es ganz interessant, und das, ich möchte es ein bisschen parallelisieren mit der Entwicklung in der katholischen Kirche oder der Lehre, da ist der Konfuzianismus oder Neokonfuzianismus schon noch sehr stark, vielleicht auch noch mal verstärkt durch die autoritären Regime, die bis Ende der 80er Jahre in Südkorea auch an der Macht waren, die sich nämlich darauf, ja, die darauf beruht haben, dass sie keinen Wohlfahrtsstaat haben wollten. Und dann haben sie gesagt, ach, nehmen wir den Konfuzianismus rein, der sehr stark auf Hyodo, Filial Piety, also Gehorsam gegenüber Eltern, ein starres patriarchales System, ein Gedanke, dass Familienehre von den Ahnen bis in die Zukunft weitergetragen werden muss. Das führt dazu, dass da ein sehr, ja, ein heteronormativer Blick auf Familie, auf Ehe und dergleichen herrscht und ein großer Druck besteht, dass man eine Ehe eingehen muss, dass man diese Ehre weiterträgt, dass man auf jeden Fall Kinder in die Welt setzen muss. In Korea hat das mittlerweile den Effekt, dass dieser Druck so groß geworden ist, dass Menschen, junge Menschen sich entscheiden, gar nicht mehr zu heiraten, gar keine Kinder zu kriegen. Korea ist das Land der Erde mit der niedrigsten Geburtenrate. Und dann sind wir wie bei der herrschenden Lehre vielleicht oder die sich vielleicht gar nicht mehr durchsetzen kann oder doch. In Korea scheint sie gerade zu scheitern, diese Kultur des Konfuzianismus. Und ich glaube, die Sexuallehre der katholischen Kirche scheitert gerade auch massiv und auch schon viel länger. Mit dem Unterschied, dass sie an vielen Stellen schon seit langem eigentlich gar nicht mehr ernst genommen wird. Ich würde sagen, aus guten Gründen. Ja, das vielleicht so ein kleiner Einblick noch aus Korea. Ich könnte noch über andere Dinge sprechen. Und da muss man natürlich auch mal vorsichtig sein mit dem westlichen Blick auf solche Dinge. Ja, und ein letztes zu dem letzten Punkt, den Herr Daufratzhofer gestern gemacht hat. Humane Vita als Point of No Return. Und da wollte ich vielleicht auch noch ein bisschen, meine sozialwissenschaftliche Expertise mit reinbringen. Also gibt es wirklich sowas wie ein Point of No Return oder ist es immer ein inkrementeller Prozess auch in Kirche? Also die Vorträge, die wir jetzt gehört haben bisher, würde ich sagen, ja, da ändert sich immer was. Und soziologisch gesprochen würde ich auch die Idee der Pfadabhängigkeiten mit reinbringen. Also wir haben das ja gehört, ne, wie das entstanden ist, auch diese Verstarrung der Lehre in den letzten 100, 150 Jahren, wo halt von manchen Leuten auch immer noch behauptet wird, ja, das ist doch schon seit 2000 Jahren so. Nee, ist es nicht. Und in der Soziologie, wenn man über Pfadabhängigkeiten spricht, dann sagt man schon, die sind sehr stark, das ist sehr schwer, die zu durchbrechen. Aber es gibt Punkte, so neuralgische Punkte, man nennt das dann externe Schocks oder auf Englisch Critical Junctures, die da was brechen können. Und ich glaube tatsächlich, dass die Fälle der sexualisierten Gewalt, die wir in Deutschland jetzt, ja, die wir sichtbar gemacht haben, um das wieder zu benutzen, dass das wirklich so ein Punkt ist, aber auch der Mut von vielen Menschen, von queeren Menschen bei Out in Church, jetzt darüber zu sprechen. Und jetzt können Bischöfe und die Theologie können nicht mehr die Augen davor verschließen. Sie haben es ganz lang gemacht. Und ich hoffe ganz, ganz stark, dass wir da Brücken bauen können irgendwie. Im Synodalen Weg empfinde ich es häufig eher als ein starkes
gegeneinander, was ich schade finde, aber auch das ist eine Realität, die wir wahrnehmen müssen. Und wenn diese schlimmen Verhältnisse, ich kann es nicht anders sagen, nicht mehr fortbestehen sollen, dann muss ich auch eine Mehrheit finden, die dann weitergeht und die das nicht mehr mitträgt. Ja, so viel dazu. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diese Kommentierung. Es ist für mich eine schwierige Aufgabe gestern. Also ich bin da tatsächlich hier Externe, aber heute waren natürlich die Sachen, die auch für einen Juristen hochrelevant sind und auch spannend. Das Recht verändert sich auch. Und die Frage, wie regeln wir die Verhältnisse und die Frage, wie Bibel, welche Aufgabe die Bibel hatte, ist das die gleiche Aufgabe, die sie jetzt weiter hat? Wie sollten wir mit diesem Text arbeiten? Das sind natürlich die Fragen, die wir immer stellen. Wie sollten wir mit Texten arbeiten, die irgendwie verbindlich sein sollten? Das ist die eine Kraft haben sollen, die auch autopoetisch wirken, die auch die Verhältnisse, also nicht nur die Geschichten erzählen, aber auch die Verhältnisse regeln. Das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Wir haben also auch gestern darüber gesprochen, vielleicht über diese Prozesse zuerst, also der Selbstverständlichkeit und dann, also wenn etwas weniger selbstverständlich wird, dann verschärft sich alles, dann verschärft sich das Recht, dann kommt eine Sakralisierung, dann kommt vielleicht eine Verrechtlichung. Und dann leben wir, also dann irgendwie verliert das Recht ihre Bedeutung auch, also seine Bedeutung auch, weil das nicht mehr zutrifft an die Verhältnisse, die geregelt werden sollten. Mit der Bibel haben wir heute auch, also das glaube ich, diese fundamentale Veränderung, was eigentlich soll aus der Bibel gelesen werden. Die Frage, sollten wir einzelne Punkte aus dem Zusammenhang, die herausgezogen werden, sollten wir symbolisch denken, sollten wir irgendwelche Sätze nur finden, die woraus also irgendwelche normative Inhalte abgelesen werden sollten, oder sollte man nach dem Sinn des Ganzen suchen, aus der Perspektive der damaligen Zeit, der Kultur, in welcher die Texte geschaffen werden, aber dann, was können wir auf unsere Verhältnisse übertragen und wo liegt also diese grundsätzliche Veränderung, die vielleicht mit dem Christentum auch kommt, und das ist auch eine grundsätzliche Veränderung zum Recht. Also zuerst das Normative sollte einfach diese Welt von damals ordnen. Gott ist auch ein Teil von der Ordnung. Und das Recht ist ein Teil von der Ordnung. Und wir suchen nach diesen Elementen, eigentlich, also auch wie Sie gesagt haben, der Mensch wird durch ein Verhältnis zu einem anderen Mensch definiert. Wir suchen nach diesen Elementen, die das Miteinander von Menschen regelt, auf diese Weise, dass die Gemeinschaft hält. Also das ist eigentlich diese primäre Aufgabe, die am Anfang da ist. Also da, man könnte auch, ich habe auch immer gedacht, wiederum, also mit diesen meinen rechtsvergleichenden Reisen nach Afrika, auch also für das afrikanische Gewohnheitsrecht, zumindest also im Zulu, oder ist diese Regel von Ubuntu. Also der Mensch wird definiert durch ein Verhältnis nur zu einem anderen Mensch. Dann ist er Mensch einfach. Und dann ist also, dann entsteht eine diese fundamentale Beziehung. Und da sehen wir hier auch, also das sind natürlich die Elemente, man sucht nach diesen Elementen und Brüchen von Regeln, die Gemeinschaft irgendwie in Frage stellen können. Und das ist vielleicht also die fundamentale Feststellung, die müssen wir auch weitersuchen. Also das geht nicht, also verändert sich die Bibel dadurch, dass das, was geregelt wird durch die Bibel, sich auch verändert. Deswegen, das ist immer ein Prozess. Also man kann nicht mit einem Symbol leben. Das Recht verändert sich auch dadurch, dass die Verhältnisse, die geregelt werden, sich verändern. Also das ist immer auch ein Prozess und auch immer eine Erkenntnis. Wir können mit alten Texten leben, aber nur dadurch, dass
dass wir in diesen Texten das Potenzial, das Grundsätzliche entdecken und nicht nur Symbole und nicht nur einzelne Sätze, weil die haben nicht die normative Kraft. Die normative Kraft wird mit der Wirklichkeit dann irgendwie immer durch eine Anrührung entstehen. Und dann kommt natürlich das, was vielleicht fundamental ist, also durch Christentum, also das am Anfang ist das Abstrakte, diese Normative entscheidet über die Ordnung, entscheidet über die Menschen. Dann mit dem Christentum ändert sich diese Perspektive, plötzlich das Individuelle entscheidet über den Inhalt des Rechts und über die Gemeinschaft sozusagen. Also dieses abstrakte Recht, also ich bin gekommen, um das Recht zu erfüllen, aber durch Liebe, also durch Berücksichtigung von individuellen Verhältnissen, also von individuellen, die werden dann zu Abstrakten gemacht. Das ist völlig eine andere Herangehensweise, die ermöglicht also viel mehr Inhalte in die Norm zu packen, die dann tatsächlich individuelle Bedürfnisse von Menschen berücksichtigen. Und auch ich glaube, also das Christentum kommt diese also generelle Veränderung, wir dürfen nicht nur auf einer abstrakten Ebene der Verwirklichung von Rechts als eine Grundvoraussetzung für die Ordnung der Gesellschaft bleiben. Wir müssen immer diese unzähligen Faktoren von jedem Mensch erkennen, die sind wichtig für die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft. Man darf schon nicht auf der Ebene der Abstraktheit bleiben. Und dann, ich glaube, deswegen spielt tatsächlich keine Rolle, dass wir ein Symbol im Bibeltext gefunden haben, eine Kleidung oder sowas, das ist, glaube ich, nicht wichtig. Wichtig ist also, welche Rolle diese Erzählungen für diese Erhaltung der Gemeinschaft gespielt haben und ob wir diese Bilder auf heutige Verhältnisse irgendwie übertragen können und zu welchem Umfang wir die übertragen können. Der erste Vortrag, also ich kann nie so viel sagen zu den Vorträgen, die faszinierend für mich waren, aber das wäre über meine jede Kompetenz, also die zu faszinierenden Vorträgen über Islam und Buddhismus, aber das tatsächlich geht über meine Kompetenzen hinaus, kann ich nur über meine Gefühle sprechen. Aber bei dem ersten Vortrag, nochmal diese Frage, die ich dann vielleicht auch in der Diskussion gestellt habe. Das Recht ist irgendwie machtlos geworden in diesen unseren komplizierten Welt. Also wir sprechen immer häufiger von einem Recht, das verschwindet, dass wir keine Kompetenz mehr haben, die Sachen zu regeln. Wir versuchen mit immer also unschärferen Begriffen immer irgendwie detailliertere Sachverhalte zu erfassen, diese Ambiguität, die dann normativ wird, aber die auch Rechtsfolgen auslösen sollte, die dann zu Ungerechtigkeiten führen können, aber wir können keine andere Methode. Wir sind durch diese Komplexität der unseren Beziehungen der Welt am Ende der Möglichkeit, durch das Recht diese Verhältnisse zu erfassen. Das wird auch durch die Technologie bestimmt. Und da haben wir tatsächlich immer mehr Schwierigkeiten, die Freiheit, also dieser Raum der Freiheit, das Zueinandersein, also was verletzt die Freiheit, was verletzt die Freiheit eines anderen Menschen, um ausreichend das scharf eindeutig zu definieren und damit die rechtlichen Kompetenzen daraus abgeleitet werden können. Und versuchen wir das anders zu machen, dann schaffen wir neue Ungerechtigkeiten. Also da sehen wir tatsächlich durch diese Komplexität, die wächst, also dass auch das Recht mit ihren abstrakten Strukturen am Ende der Regelungsmöglichkeiten ist. Und da sehen wir auch ein bisschen also mit der Geschichte über Bibel und über diese Modelle, die wir da hatten, und da die Frage, wie übertragen wir das in die heutige Wirklichkeit. Dankeschön. Wir hatten schon eine direkte Frage an Sie, Frau Roloff. Möchten Sie
Ja, vielen Dank für die Frage zu Südkorea. Ich bin selber zweimal dort gewesen auf buddhistischen Konferenzen, kann da also ganz gut anknüpfen. Ich will, weil wir so wenig Zeit haben, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, ich versuche das mal an einer kleinen Situation, die ich erlebt habe, zu schildern. Also auf jeden Fall kommt Homosexualität in den buddhistisch-kanonischen Schriften aller drei Mainstreams des Buddhismus vor, und zwar hauptsächlich im Vinaya, das ist das Ordensrecht, ja. Und dort geht es eben hauptsächlich vor dem Hintergrund der sexuellen Enthaltsamkeit, die ich ja schon in meinem Vortrag ausgeführt habe, um die Frage, was, wenn jetzt in einem Mönchskloster oder in einem Nonnenkloster gleichgeschlechtliche Beziehungen sich entbinden. Und da ist die Devise, man sollte sich nicht zu nahe kommen, ne? Und alles, was da an Ordensregeln hingeht, geht in diese Richtung. Das muss man aber vor diesem Hintergrund eben verstehen. Und nun gab es eine Situation vor vielen Jahren in Berlin, in der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Dalai Lama war eingeladen zu einem Gespräch. Bei den Grünen sind viele Homosexuelle unterwegs und die wollten nun von ihm wissen, wie denkt denn der Buddhismus darüber. Und der Dalai Lama hat das so klassisch, wie das auch auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung in Kürze nachzulesen ist, kurz dargestellt und hat gesagt, ja, also das ist problematisch, weil wir sagen eben im Buddhismus, es muss irgendwie der richtige Ort sein und die angemessene Person sein. Und es muss auch die richtige Öffnung sein irgendwie, ja, und da ist nur die Vagina erlaubt und alles andere, das wäre dann eben gegen, auch bei den Laienregeln, gegen die Regeln, ja, und ich bin ja irgendwie kein Buddha und ich kann das nicht ändern, das steht ja nun mal so in den kanonischen Texten. Und da fand ich sehr spannend, dass dann eine Freundin von mir, die ich kenne, die aus Sri Lanka kommt, ich kenne sie aus dem Kontext buddhistischer Frauenkonferenzen, die bei der UNESCO arbeitet, Hema Gunatilake, die war gerade dort, und die widersprach ihm vehement, die hat auch Vinaya an der Universität in Sri Lanka unterrichtet, also auch Buddhistin, und hat gesagt, ja, aber was Sie da sagen, das ist doch Ordensrecht, das ist doch Vinaya, das hat doch mit den Laien nichts zu tun. Ja, und dann bin ich dem später von den Quellen her nachgegangen und habe gesehen, tatsächlich die Lehrrede, die sie kannte, aus dem, die eben das Laienregeln bestimmt, die ist nie ins Tibetische übersetzt worden, also nicht Teil des tibetischen Kanons gewesen. Stattdessen gibt es dort nur einen Text aus dem 5. Jahrhundert von Vasubandhu, den Abhidhamma Kosha, und dort wird das eben sich stützend auf die Vinaya-Regeln so erläutert, die Laienregeln werden dann aus diesen Ordenstexten heraus erklärt, ja. Das heißt, also es ist eine viel spätere Textschicht, ja, die also 1000 Jahre später ist, die da zu dem gängigen Vorstellung im tibetischen Buddhismus geführt hat. Also da kann man dem Dalai Lama keinen Vorwurf draus machen, weil der kennt gar nichts anderes. Das kommt in seinen Texten nicht vor. Und deswegen denke ich, dass eben diese historisch-kritische Art, wie hier Methodik eben für den Umgang der vergleichenden komparativen Studien auch, also innerbuddhistisch und intra-islamisch und so, dass diese verschiedenen Strömungen mit in die Ausbildung einfließen, ist so wichtig. Und das passiert eben in Asien nicht. Und genau dann passieren solche Dinge, dass man irgendwie gar keine Auswahl hat. Und also von meiner persönlichen Meinung her finde ich das eben hochproblematisch. Es gibt eben in Taiwan zum Beispiel auch eine Nonne, die sich im Kontext der UNO sehr dafür einsetzt, dass eben es gleichgeschlechtliche Ehen gibt, dass Homosexualität erlaubt wird und so. Also da gibt es eben auch andere Strömungen innerhalb des Buddhismus. Und ich selber, und da komme ich jetzt noch mal ein bisschen auch auf das Juristische zu sprechen, was mich wirklich wurmt ist, also wenn die Buddhisten seit 1985 versuchen, als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt zu werden, dann wird immer in Frage gestellt, ja, was für eine Identität wollen denn Buddhisten eigentlich stiften? Die sind doch so divers, ja. Und wir hatten das jetzt gerade im Europarat diese Tage einen Workshop, der auch mit den Ergebnissen auf der Website zu finden ist, von einem Committee for Interreligious and Interconvictional Dialogue, wo es um Identität in den Religionen ging. Und Europa geht es ja eigentlich darum, eine europäische Identität zu stiften, die auf der Europäischen Menschenrechtskonvention basiert. Und hier in Deutschland, in unserem Grundgesetz, da steht drin, dass eben die Religion sich entfalten darf auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Ja? Und da ist
heißt doch im, gleich im ersten Paragraphen ganz klar, dass es irgendwie überhaupt keine Rechte gibt, Menschen Homosexualität zu verbieten und dass das auch religiös nicht relativiert oder ja, relativiert werden darf. Ja? Also weder religiös noch sozial noch kulturell. Und ich denke, das ist einfach etwas, wo man sich doch fragen muss im 21. Jahrhundert, wie gehen wir da jetzt mit um? Also wenn ich in der Universität dann einen muslimischen Studenten sitzen habe, der sagt, wieso soll ich mich jetzt hier mit Charles Taylor beschäftigen und mit Menschenrechten? Die sind doch erst 60 Jahre alt, ne? Unsere Schriften sind viel älter. Ja, dann denke ich, da muss im Bereich der Ausbildung ganz dringend was passieren. Ja, wenn man meint, dass diese alten kanonischen Texte im Widerspruch stehen zu der modernen Auslegung, also zu unseren Gesetzgebungen, und man die deswegen höher stellt und die deswegen nicht mehr berücksichtigt werden müssen. Ne? Also wir müssen uns fragen, welche Form der Identität soll denn heute von Religion eigentlich gestiftet werden? Das kann doch nur eine sein, die im Einklang ist mit den Menschenrechten, mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, und das deutsche nationale Recht hängt da meines Erachtens in gewisser Weise hinterher. Also das nochmal, und dann zu der Queer Frage vielleicht noch mal schnell als letztes. Also es finden sich im buddhistischen Kanon eben tatsächlich ganz spannende Texte, auch im Vinaya über Geschlechtswandlung. Ja? Also wo gefragt wird, was, wenn plötzlich ein Mönch zur Frau wird, muss der dann nochmal neu ordiniert werden oder geht der einfach in den anderen Orden über? Dann sagt der Buddha, nee, muss nicht, irgendwie geht einfach in den anderen Orden über. Was ist dann bei den Frauen? Genau die gleiche Argumentation, die gehen dann in den Mönchsorden, müssen nicht nochmal neu ordiniert werden, die Ordination bleibt dieselbe. Ja? Und das heißt, dass man sagt, dieses Gelübde, das man genommen hat, ist eigentlich unabhängig von der geschlechtlichen Identität und wie die das Geschlecht sich gerade physisch darstellt, bestimmt dann darüber, welche Ordensregeln man einhält. Ja, aber es gibt eben, also philosophisch betrachtet, bei der Geschlechtsidentität kein männlich oder weiblich. Das ist eigentlich der Punkt. Also es gibt eben diesen physischen Unterschied. Aber wenn es dann eben im buddhistischen Sinne um Geschlechtsidentität geht, dann wird die dekonstruiert, ähnlich wie bei Judith Butler. Also es gibt eine Dekonstruktion von Gender, es gibt eine Dekonstruktion von Identität und es gibt aber auch eine Konstruktion. Religionsbedingte Konstruktion von Identität. Ja. Und da, finde ich, muss man, das habe ich auch in meinen Publikationen immer wieder betont, eben basierend auf diesem Inzident, den Sie da berichtet haben aus dem Europarat, wo dann der offizielle Vertreter des Vatikans und eben auch sonst, also für vier von sechs Religionen wurden dann zum Frauenthema, inwieweit sie sich emanzipieren können. In den Religionen wurden dann also männliche Vertreter geschickt, die offenbar überhaupt keinen Schimmer von feministischer Theologie in ihren jeweiligen Religionen hatten. Und das finde ich skandalös, dass der Staat sowas auch noch fördert und dann eben Frauen in solchen Dingen keine Stimme für ihre Belange gibt, ja, sondern dann einfach sagt, ne, wir sind ja neutral, wir mischen uns in die Religion nicht ein. Ja, das ist eben etwas, das müssen die Religionen für sich entscheiden. Und wenn die uns dann eben den Vertreter des Heiligen Stuhls schicken und der das dann irgendwie hier so festlegt, dann ist das eben so. Das ist ja deren Entscheidung. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist meine grundlegende Kritik. Ich denke, wenn die Religionen Frauen keine gleichberechtigte Stimme geben, dann muss zumindest der Staat in den Fragen, wo es drauf ankommt, immer sagen, wir möchten aber bitte hier nicht nur männliche Stimmen haben, sondern wir möchten auch Queerstimmen haben, wir möchten auch Homosexuelle haben, wir möchten auch Frauen haben, die ihre eigene Stimme haben, dem Staat gegenüber, wenn es um diese Fragen geht. Ja, wir möchten auch diese Stimmen hören. Und das muss vom Staat, nach meiner Lesung des Gesetzes, auch wenn ich keine Juristin bin, gibt es dafür Evidenz, das habe ich auch publiziert, kann man nachlesen. Sorry, war jetzt ein bisschen. Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also wir arbeiten auch in dem polnischen Kongress, also in einer Gruppe, Staat und Kirche, und da gibt es auch, also natürlich in Polen, also wo wir diese Belange des Staates und der Kirche voneinander trennen müssen, weil natürlich diese Verwebung also zu ganz zu vielen Ungerechtigkeiten auch für die Kirche und für den Staat geführt hat. Sie sagen aber was anderes, Sie sagen etwas umgekehrt jetzt, also wie weit sollte der Staat, also die Struktur, also einer Kirche bestimmen oder einer Religionsgemeinschaft,
und Mindeststandards setzen und die umsetzen und dann natürlich also anfordern, in welche Richtung sollte das gehen. Das ist natürlich, das ist eine ganz fundamentale Frage der Religionsfreiheit und wie sollte der Staat, wie kann der Staat, in welchen Wirkung kann der Staat umsetzen die Vorstellungen über Grundrechte und zum Beispiel also die Gleichheit verlangen. Also könnte es tatsächlich so sein, dass man sagt, also ohne Priesterinnen in der katholischen Kirche ja, kann also die Kirche nicht anerkannt werden rechtlich. Das ist eine fundamentale Frage. Also kann also die Kirche nicht anerkannt werden. Ja, sicherlich, das ist noch, also heute würde man also die Gesetze nicht auf diese Weise lesen, dann ist natürlich eine andere Verflechtung vom Staat und Religion, also das ist natürlich vom Staat und Kirche. Das ist natürlich die Frage, also wie weit können wir, es ist möglich so, also ich sehe auch diese Entwicklung, habe ich auch darüber nachgedacht. Es war in Polen ein Fall, also völlig umgekehrt eigentlich. Also aus irgendeinem Grund, also natürlich das ist eine Felddeutung des polnischen Rechts, gab es eine Kirche, die neu gegründet werden sollte, eine Entwicklung aus katholischen Kirche, die eben homosexuellen Paaren segnen wollte oder auch also die Trauung erlauben sollte. Und dann bei der Eintragung hat der Justizminister, der polnische Justizminister, einen Einspruch eingelegt mit der Begründung, das widerspricht irgendwie den polnischen, also Grundsätzen des polnischen Rechts. Das ist nicht wahr, aber das ist auch eine interessante, möglicherweise interessante Bedrohung, dass auch bei dieser Deutung, wenn wir also so viel Recht dem Staat geben, bei der Umwandlung des Staates, könnte das auch sehr weit gehen und auf die Ordnung einwirken. Und wir müssen sagen, also diese Demokratie, also das, was wir jetzt erleben in Deutschland, aber ich sehe das in Polen, wie fragil die Demokratie ist und also wie fragil diese Garantien. Also ich habe früher auch so gedacht, ja, der Staat, der demokratische Staat kann alles regeln, also wozu brauchen wir also gewisse Autonomie der unterschiedlichen Gemeinschaften gegenüber dem Staat, also der Staat ist eigentlich gerecht an sich, also wenn wir diese Demokratie geschaffen haben. Und dann mit der polnischen Krise sehe ich das viel anders. Also ich habe begonnen, also diese Autonomien zu schätzen. Also dass der Staat, also diese Eingriffsmöglichkeiten des Staates doch begrenzt bleiben. Bei dieser dramatischen Umwandlung, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen, wir sehen das, aber diese Tendenz könnte man auch in anderen europäischen Staaten jetzt sehen, also wir haben die Wahlen in Frankreich. Deswegen muss man etwas aufpassen mit den Kompetenzen des Staates. Und deswegen, ich stimme Ihnen auf einer Ebene zu, aber würde ich also mit einer Angst entgegennehmen, diese Steigerung der Kompetenz, also diese Verflechtung und Bestimmung, was dürftet ihr eigentlich machen als eine Religionsgemeinschaft? Natürlich, das betrifft einen gewissen Rahmen, aber der Rahmen muss relativ weit geschnitten sein. Vielen Dank, Herr Zoll. Wir haben noch Mara Klein. Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schaffe, mich kurz zu fassen, weil es so viel Gesprächsbedarf und Thema einfach gibt. Ich möchte aufgreifen, das, was Professorin Rollhoff jetzt gerade als letztes auch mit angedeutet hat. Welche Stimmen werden gehört und von wem werden sie vorgetragen? Da fiel mir auch ein, was Professorin Irmtraut Fischer, von der wir schon gehört haben im Vortrag, gesagt hat, dass eben diese feministische oder auch queerfeministische Exegese-Auslegung der Schrift, es ist salonfähig, die nicht zu kennen in der Theologie. Unter den Menschen, die Theologie machen, ich sage Menschen, es sind natürlich TheologInnen heute im Spektrum, aber wer entscheidet dann über die
Auslegung. Wer bestimmt, wer beherrscht die Auslegung der Texte? Das wird lehramtlich festgelegt. Wir haben gestern schon gehört, sicherlich gibt es mittlerweile vielleicht sogar auch GhostwriterInnen im Vatikan, aber die Auslegungs-, also das, die Hegemonie, die Auslegungshegemonie liegt doch in einer sehr bestimmten Perspektive, die sich sehr gut leisten kann, queerfeministische Deutung zu relativieren. Da ist dann auch wieder die Frage, welche Aspekte der Schriftauslegung relativieren wir dann? Da machen wir dann eine Ambiguität so unter dem Tonus, ja, das kann so ausgelegt werden, das kann aber auch natürlich auch ganz anders ausgelegt werden. Da wird dann von den in der Exegese homosexuell Liebenden, wie zum Beispiel Ruth und Nomi oder Jonathan und David, als Ausnahmen gesprochen. Absolut zu Recht, auch in der Ausdeutung. Aber zum Beispiel von der einen Instanz der Monogynie wird nicht als Ausnahme gesprochen. Wir hatten es sehr interessant zu sehen, dass die Polygynie die Regel ist in Genesis. Auch mit gutem Grund, dass Heterosexualität die Regel ist in den Geschichten im Genesis, liegt natürlich auch daran, dass es um Genealogie geht. Also es geht darum, dass eine Erbfolge berichtet wird und da geht es um die Beziehungen, aus denen Kinder rechtmäßig oder unrechtmäßig entstehen. Und natürlich ist dann der Fokus auf einer bestimmten Form von Sexualität. Aber darüber wird weniger geredet, weil es der normativen Auslegung entspricht. Es geht nicht darum, der Mann hat mehrere Frauen, es geht darum, es ist eine heterosexuelle Beziehung. Das tritt ein bisschen in den Hintergrund. Ich finde es einfach interessanter zu sehen, auch vom rechtlichen Aspekt. Wir reden über die Aspekte, die rechtlich relevant werden, weil Nachkommenschaft zum Beispiel davon abhängt, weil letztlich auch ein Volksidentität vielleicht in den hebräischen Texten davon abhängt, ein Verständnis des Auserwähltseins, ein Verständnis des, der Identität letztlich daran hängt, dass natürlich Ruth und Nomi, also dass da auch das passiert, dass wir haben, Ruth gebiert ein Kind für Nomi, dass das sogar explizit an der Stelle sogar benannt wird, ist an der Stelle, wird ausgeblendet, könnte aber natürlich angebracht werden, wird auch angebracht von der von der queerfeministischen Lesart. Dann ist eben die Frage, wozu befragen wir die Texte? Ich denke, wieder eingehend darauf, brauchen wir Queerness in der Bibel, um heute legitim theologisch darüber diskutieren zu können? Ich würde sagen, nein. Genauso wenig, wie wir Queerness im bisherigen Lehramt brauchen, um legitim darüber diskutieren zu können, weil wir haben Queerness als Lebensrealität von Menschen und dadurch wird es ein legitimes Thema der Religion, die sich befasst mit dem mit dem Lebenszustand, mit der Lebensrealität von Menschen, unabhängig davon, ob es das schon immer gegeben hat, ob darüber schon Aussagen vorhanden sind oder nicht. Genau, ich glaube, da mache ich erstmal den Punkt, weil wir genau auf der Zeit sind. Ja, Sie haben recht, das ist eigentlich ein Schlusswort für die sehr, sehr kurz geratene Replikenrunde. Wir haben 13 Uhr. Danke.